So, jetzt aber einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen beim Frühstückstalk. Ich bin der Möpo und heute gibt es ganz spontan wie der Trials of Mana, genau. Denn im Epic Store ist diesmal, diese Woche GTA 5 als Epic Game drin, als Free Game. Und eigentlich habe ich mir auf die Fahne geschrieben, da diese ganzen Indie-Spiele mal auszuprobieren. Und ein GTA 5 ist nicht so Indie, dass ich das hier vorstellen müsste. Von daher geht's einfach mit dem normalen Programm weiter und wir spielen Trials of Mana. Was haben wir zuletzt gemacht? Wir haben wir haben den Endboss gelegt, genau. Und wir haben die erste Quest von den Postgame-Dingensies gemacht. Genau, wir haben Durans Quest schon gemacht. Das bedeutet, ich kann hier eigentlich direkt abhauen und die nächste Quest bauen. Erstmal ein Schluck Käffchen. Stumpf hier zum nächsten Punkt. Ach, Ferolia, na klar. Da ist Kevins Quest. Das sollte eigentlich auch einfach machbar sein, weil Kevin jetzt schon eine ziemliche Bestie ist. Würde ich sagen, eine Berstie. Ah. Instinct sphere. King of Ferolia might know it. Come, let's go! Die jüngere Generation ist mit Feuereifer bei der Sache. Alle wollen sich beweisen. Wie ich hörte, wollen einige sogar versuchen, König zu werden. Ach Mist, habe ich den alten Speicher schon überspeichert. Immer gerne pro Session einen Spielstand. Ist aber auch ein ganz schön verschwurbeltes Gebäude hier. Zurück kann ich ganz einfach. Oh. Tell me. I thought that only a truly strong beastman was worthy enough to rule Ferolia. How can you let some wimpy pup like Kevin succeed you as king? I won't stand for it. And when exactly did I declare Kevin my official successor? Of course, only one who is truly strong can lead. As you say. Ha ha! I knew it, Your Majesty! Just wait. I believe you will yet have the chance
to test your strength. Hey, Kevin! You're just in time! In time for me to defeat you and take your place as heir, that is. I'm no weakling like Luger. He ran off with his tail betwixt his legs without even beating you once. You're just a whiny little puppy. Luger was no weakling. Weaklings always stand up for one of their own. You losers were made for each other. He probably left because he was scared in the first place. No! Wrong! Luger was not weak! Take it back, or else... Or else what? Your Majesty, permission to put your son Kevin in his place! Feel free. He is no son of mine if he loses. Ha! You hear that, Kevin? You ready? Dangerous! That's the spirit! Greif mir einfach so einen Eumel an. You lose! Not a weakling! Take back what you said about Ludger! Curses! I won't forget this! You have gotten a bit stronger. King, answer me! Where is the instinct sphere? Where did you hear about that? Needed to save the world. I will ask again. Where is the instinct sphere? Come to the highest floor of Chartmoon Tower if you want to know. Oh, nee. Be prepared to prove to everyone you are worthy enough to succeed me. Then I will tell you. Okay. Chartmoon Tower. I will go. Das dauert doch wieder ewig. Oh gut. 1, 2, 3, gute Laune! Moin. Lerne, ja, wunderbar. Wunderschönen guten Morgen, hi. Schläferzke ist auch da. Wunderschön. Hi. Ja, eigentlich wollte ich ja heute kein Trials of Mana spielen. Aber das Free Epic Game der Woche, was ich heute eigentlich hätte spielen wollen, ist halt GTA 5. Und ich spiele ja kein GTA 5 hier jetzt im Stream. Ist ja Quatsch. Nicht für 2 Stunden. Ich meine, das kennt eh jeder. Das brauche ich hier nicht vorstellen. Da mache ich lieber mein eines Spiel fertig. Kein GTA 5, da bin ich raus. Ja. I have a wide variety of weapons from you to peruse. Good work. Saufflegel. Wie hast du mich gerade genannt? Come again. Welcome. Without quality armor, it won't matter how good your weapons are. Ja, so viel Quality Armor hat sie ja gar nicht. Das ist ja alles schlechter als das, was ich schon habe. Cool. We made it! But what did your papa mean about proving yourself? What will you do? Hey, Kevin? What's with the shaking? Oh.
Okay. So, ich muss nochmal drücken. It's not fear. I am not weak. This is my chance. Can show my strength. Trembling with excitement. No. Let's go. Bleiben die jetzt stehen? Nee, okay, komm mit. Oh, was ist das denn hier für ein Eumel? Jetzt haben wir Aura, geht davon aus und versuchen. Ja, oh, da hinten ist der Kaktus Fratz. Den muss ich zuerst machen. Das nächste ist, so immer noch halb so lange aus dem Kampf zu fliehen. Das ist ja schon ein bisschen deprimierend, wie selten ich den gefunden habe, ne? 16 von 50 Mal. Aber, naja. Es wäre natürlich cool, wenn der erhalten bleibt fürs nächste Mal. Also, wenn ich es nochmal durchspielen sollte. So, ha! Sehr witzig. Jetzt habe ich mich einfach hochteleportiert. Übrigens ging ständig über den, der verfolgt mich. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich habe da immer ganz viel Pech mit. Aber ich bin auch nicht jemand, der dann wirklich danach sucht aktiv. Also, ich bin zwar ein paar Mal gefunden und wenn ich ihn gesehen habe, habe ich noch eingesammelt, aber ich habe den nicht irgendwie auf jeder Karte nochmal extra, extra gesucht. Hallo. Wie witzig, jetzt habe ich mich hier hochteleportiert und wird das Event nicht ausgelöst. Ich bin nur Level 50. Ja, nichts. So, ich muss hier eher noch weiter hoch, okay. Ja, das ist ja praktisch, dass ich mich da wirklich hochteleportieren konnte und nicht den ganzen Weg nochmal latschen musste. Sehr schön. I have been waiting. Ja, ja. King. You have grown stronger, as I said. Now. You must prove how much. Come, defeat me. Not fair. Too many allies. Ridiculous. This crowd is to bear witness to the fact that you have a long way yet to go. Kevin, you wish to know about the instinct sphere. Defeat me first. Prove that you are a worthy leader. Come at me. Oof. King, I will not lose. Not to you. You have no fear. Good. I have no time for cowards. Mm.
sehr easy. Ach, ich kann ja auch hier meinen Dingszauber mal benutzen. Ich heile, wenn ich Schaden mache. Dann dürfte es eigentlich relativ easy werden. So macht man das. Ist nicht besser als erwartet. Gut gemacht, Kevin. Well done, Kevin. Many battles since then. I am stronger now. And I will win. Run. Honig direkt. Aber hier die ganze Zeit seine blöden Super-Specials. Wie soll ich denn da irgendwie dazwischen kommen? Wie beendet. Ja. Es lief nicht so gut. Vielleicht muss ich doch meine Skillpunkte nochmal verteilen. Also meine Fähigkeiten nochmal ändern. Kurze Frage, gab es eben bei euch zwei Benachrichtigungen, dass ich live bin? Ich hatte einmal, beim ersten Mal hatte ich leider vergessen, das Spiel und alles zu aktualisieren. Standen dann noch die Stardew Valley Sachen von gestern drin. Dann bin ich nochmal schnell offline gegangen. Das aktualisiert und genau, mit einem anderen Spiel habe ich darauf geachtet, was da stand. Okay. So. Verteidigungsbereich. Versteckte Verteidigung. Das hier brauche ich ja gerade gar nicht, weil mir das sowieso nichts bringt. Chance von 50% nicht zurückgeschossen zu werden. Chance von 5% keinen Schaden durch gegnerische Angriffe zu erleiden. Werde einen zufälligen Statusbonus, wenn der Gegner besiegt wird. Ja, nee. Den Angriff, wenn TP auf 30 oder runterfallen? Nee. Das ist ein Schaden um 15%, wenn TP auf 30 oder darunter fallen. Das will ich alles nicht. Was ist denn alles so doof, dass ich nur Bonus bringe, wenn ich unter 30% Leben bin? Will ich doch nicht. Naja. Ich muss noch mal. Eigentlich muss ich mich ja nur rechtzeitig heilen, ne? I have been king. Naja. So, diesmal gebe ich mir direkt die Mondklinge.
to you. You have no feet. Good. Erst die kommen hier unter uns, war. Jetzt einfach richtig viel Schaden raushauen. Sehr gut. You are doing better than expected. Well done, Kevin. Was ist das schon wieder im Rage-Mode, ne? I am stronger now. I will win, zack ist er tot. Mist, ja, okay, jetzt habe ich komplett vergessen, mich zu heilen. Jetzt habe ich wieder nicht darauf geachtet, welches Level der hat. Mist. Also nochmal. Die Frage, ob mein Dings immer noch ausgerüstet ist. Ne, oh Mann. Ich hätte auch nicht. Soll ich das noch nochmal machen? Wobei ich jetzt ja wahrscheinlich eh gewinne. So. So ist ja nicht. Sehr gut, jetzt hat er schon geschwächte Verteidigung. Ich noch mal einen drauf von mir. Buff ist auch weg. Ja, wie krass ist er denn? Ist schon fies. Habe ich denn den Skill noch drin, dass ich 10% mehr Schaden mache eigentlich? Müsste ich eigentlich, oder?
dann... Mana Segen. Stellt im Kampf alle 10 Sekunden bei allen Verbündeten. Ja, nee, Mana brauche ich nicht. Die Klassenangriffsleiste beim Ausführen eines Aufladungsangriffs alle 5 Sekunden um 10% auf. Aufladungsangriff mache ich ja eh eigentlich nie. Wo ist denn... Ah, genau. Ach, Bestiengebräu. Achso, das ist das. Okay, das habe ich doch schon an. Ja. Ja, dann nehme ich einfach TP hoch 2 auch noch. Defensive. Erhöht den Verteidigungsgrundwert um 20 und senkt den Angriffsgrundwert um 20. Das will ich eigentlich nicht. Um von 10% den Schaden durch gegnerische Angriffe um 50% zu verringern. Das klingt gut. So, und jetzt wieder vermöbelt. Angehen hier. Und diesmal versuche ich auch darauf zu achten, welches Level er hat, weil vielleicht bin ich einfach wirklich zu schwach. Ach Mist. Nein. 65, okay. You have no good. I have no time for cow. Ich habe ja noch Items, womit ich auch mein blaue Leiste sowas wieder aufholen kann. Oh, ja. Soll ich nicht einfach reinspringen? Ja, warum ist denn so verwundbar? Echt da ist. Schon wieder weg. Hier ständig seine komischen Dinger an. Dass ich überhaupt nicht an ihn rankomme. Schon süß. Eben auch schon mal gesagt und dann war es direkt vorbei. Boah. Auch doof, wieso verschwende ich denn so oft meine Punkte hier?
Sehe ich wieder nichts. Okay. Dann nehme ich mir jetzt tatsächlich die Dinger ins Inventar, womit ich meine blaue Leiste füllen kann und mehr Schaden machen. Er ist auch einfach zu beweglich. Also ich hau ja ganz oft hier meine Special Moves einfach ins Leere. Auch nicht geil. Nee, so geht das nicht. Aber 65, der ist auch noch ein Level über mir. Vielleicht sollte ich mich einfach nochmal von unten durch den Turm durchkämpfen. Und ich glaube, ich habe hier sogar noch so XP-Arm. Ja. Dann mache ich das doch einfach. Sind. Hurry, let's move. Ist natürlich auch schön, dass ich jetzt, also nachdem ich das Spiel schon durch habe, lerne, wie diese Angriffsleiste von den Gegnern funktioniert, wenn die irgendwas zaubern wollen. Dass dieser Kreis oder Balken sich auf dem Boden füllt. Erst wenn das voll ist, ist dann der Angriff ausgeführt wird. Naja. Könnte natürlich auch erstmal das von Charlotte machen, aber wäre ja zu einfach. Ich meine, es ist ja auch nicht schlimm, dass du hier irgendwie mal ein bisschen Probleme bei einem Boss, der eigentlich optional ist, einfach nach dem Hauptspiel schon kommt. Und dann, ja, ist ja alles gut. Und ich freue mich ja, wenn ich länger was vom Spiel habe. Ach, bin ich hier wirklich so runtergefallen und irgendwie unten cool. Das würde mich natürlich sonst mega nerven, aber wenn ich wirklich nach unten will, ist das praktisch gerade. So, Level up, okay. Okay.
eigentlich. Ja, ist ja Quatsch, wenn ich. Obwohl doch. Klar, ich geh jetzt nochmal hoch wieder. Das Seil noch, ja. Ich port mich raus, dann kriege ich nämlich für den Boss gleich auch nochmal XP. Und da will ich ja den Buff noch haben. Das wird gut. Und vielleicht sollte ich die Skillpunkte auch noch verteilen. Das wäre auch schlau. Auf was denn am besten? Siegesheilung 2, ja, das bringt mir eh nichts. Ah, gut, Stärke kann ich nicht mehr weiter pushen. Glück. Malus-Unwegsamkeit, das könnte schon cool sein. Alle Wertsenkungen werden aufgehoben. Wobei ich glaube ich eh keinen Debuff eben hatte, oder? Müsste ich vielleicht auch mal drauf achten und dann einfach die Debuffs wegmachen, wenn er mir super viel Schaden macht oder so. So, genau, jetzt habe ich nämlich hier 400%. So, genau, das Inventar wollte ich noch umbauen. Denn ich habe ja... So, diese ganzen Dings hier, die könnte ich auch mal benutzen. Die mir einfach auf... Distanzschaden machen kann. Wäre auch nicht verkehrt, ne? Die maximale TP eines Verbündeten. Oh, geil. Den Angriff des Gegners senkt die Verteidigung des Gegners. Auch geil. Eines Verbündeten auch sehr gut. So, jetzt wird hier nämlich richtig gebufft. Hab hier einen Zahn, Windmagie-Schaden. 4 Stück habe ich davon, geil. Ich hoffe, das macht auch wirklich Schaden. Achso. Hochspiegel. Ich sag mal, Spiegel, der nur die Wahrheit zeigt. Aha. Was wollte ich eigentlich machen? Ach genau, das Zeug, was mir die Leiste voll macht, ne? Ich hab das alles nicht mehr. Sehr doof. Verursacht, ja, mal Schaden, Schaden, Schaden. Senkt die maximalen TP des Gegners. Auch geil, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das wäre zu einfach. Steigert die Anzahl der Dingsteilchen, die Verbündete im Kampf erhalten. Das ist auch gut. Das möchte ich bitte auch benutzen. Wahrscheinlich habe ich gleich beim Kampf mit Charlotte auch wieder richtig Probleme. Braucht die Sachen da noch mehr. Wobei, die kann sich ja heilen. Dann ist das da gar nicht so schlimm. So, ja, inspizieren. Dann speichern, ganz wichtig.
Und jetzt Ärsche treten. Das ist mein Plan für heute. So, also jetzt zuerst in den 10 Sekunden Schaden raushauen, so gut es geht. King, I will not lose. Not to you. You have no fear. I have no time for cowards. Wobei der ist jetzt schon ziemlich nah an mir dran, ne? Verteidigung eines Verbündeten erhöhen, ja. Senkt die maximalen TP eines Gegners. Kann ich den jetzt überhaupt benutzen, wenn er so nah ist und mich haut? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann. Ah ja, so, so ist schon besser. Nicht aus, als hätte es funktioniert. Jack, moin. Genau richtig, um mir beim Scheitern zuzusehen. Immer nur einen Buff gleichzeitig haben oder wie? Kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. So, und jetzt versuche ich immer das mit dem Windschaden. Nice. Konter? Frechdachs. Nein, doch nicht famose Faust. Toll geklappt.
Pfeilen. Nein! Doch nicht. Nein! Ist aber auch in der Luft. Und dann bleibt natürlich stehen. Yo. Ach, okay, aber doch noch getroffen. Geil. Nein! Ach, warum kann es denn sein, dass ich dann daneben haue mit solchen Moves? War sogar gestunt. Arg. Also ich hätte die Schaden am Anfang, aber ich glaube, das war's jetzt. Ja, easy. Boah, der Blödmann. Na, und nehme ich hier, haha, 10% Bonus XP. EZ, ja, danke. Bin ich wohl der neue König? I misjudged you. You lose, King. Tell me about the Instinct Sphere. Very well. The Instinct Sphere has been passed down through generations of beastmen. It symbolizes leadership. You should take it. Whosoever has this sphere is a worthy leader. Got the Instinct Sphere! I can be class 4! You have yeah, improved. Klasse 4. But do not assume that was my full strength. Yo! King is strong, but I am stronger, and I will be strongest. You'll see. That wasn't even my final form. That is what I want in an heir. I will be your opponent as often as you wish. Oh, eine neue Fähigkeit. Sehr schön. Stolz des Bestienmanns. Um zum 20% beim Ausführen von starken Griffen den Verteidigungswert zu senken. Oh! Das ist sehr schön. Ich hab dich falsch eingeschätzt, aber glaub nicht, dass es meine volle Stärke war. Ja, ja. Will man. Ach, jetzt kann ich hier... Ah, wenn ich jetzt die vierte Klasse wähle, dann kann ich nochmal zwei Sachen auswählen. Ah. Geil. Ja, dann fliege ich doch direkt mal ins Heiligtum und wechsle nochmal meine Klasse. Und auf jeden Fall... Dings nochmal habe. Und damit ich noch mehr Punkte in meine Hauptattribute reinhauen kann. Haha. Geil. Also ich hoffe, dass ich das im Heiligtum jetzt einfach machen kann. Das tut mir jetzt gar nicht sonderlich gut, fürchte ich muss abbrechen und mich nochmal aufs Ohr hauen. Oh! Ja, Stiefhatzke, gute Besserung. Danke, dass du trotzdem reingeschaut hast. Falls wir uns nicht mehr sprechen, schönes Wochenende. Oder beziehungsweise viel Spaß beim Stiefhatz heute Abend.
Aber da bist du wieder fit. Da musst du lieber fit sein für, genau. Dann brich lieber jetzt den Frühstückszock ab. Ja, leider habe ich keine heilenden Kräfte, aber es ist einfach eine Schokolade oder ein Glas Honig, denn, ne? Das funktioniert ja hier im Spiel genauso. Ich bin gespannt, ob ich gleich wirklich meine Klasse da wechseln kann oder ob ich noch mal irgendwo anders hin muss dafür. Wie ätzend, dass sie so bei 20% HP dann auf einmal doch noch mal Form wandeln. Ich dann quasi zweimal ziehen muss. Ja, nicht, dass das irgendwie großartig länger dauern würde, aber ist schon doof. Vernichter. Das ist er doch schon. Eine der besten Kampfsportlerklassen. Vernichter stehen es wie Todesfäuste, einen Vorteil gnadenlos auszunutzen und können wie Erleuchtete ihre Angriffe verstärken. Sind dazu imstande, jeden Gegner zu überwältigen. Der Geist erhöht den Angriff um 3%, wenn normaler Angriffe treffen, bis zu 30%. Oh, wie geil! Übermächtige Energiebälle schießen hervor und verursachen gewaltigen Schaden. Ja, geil. Machen. Das ist offiziell. Kevin ist einfach nicht da. Gut, zwei neue Fähigkeitenplätze, das ist das Wichtigste. Und neue Aktionen und Fähigkeiten unter Ausbildung. Cool. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann ist die letzte Klasse, die man haben kann, wieder immer die gleiche.
Ist ja auch okay, also. Schwär mich nicht. Who is switching classes? Try to switch your class. Himmlischer Held. Einer der höchsten Kämpferklassen. Himmlische Helden verfügen über die Verteidigungskraft eines Paladins und die Heilfähigkeiten eines Lehnsherrn. Ah, oh, cool. Ultraheilung. Hält den Charakter im Kampf über das TP-Maximum hinaus, wenn die Zahl dadurch den Effekt gewährten TP dies übersteigen. Oh, das ist natürlich auch geil. Klassenangriff, zerreißender Glanz. Rasch aufeinanderfolgende Hiebe fügen einem magisch gefesselten Gegner gewaltigen Schaden zu. Also Overheal ist natürlich immer geil. Bis zu 30%, das ist schon geil. So, und dann kann ich jetzt nämlich noch neue Fähigkeiten verteilen. Angeblich steht irgendwo auch noch eine ganz besondere Mana-Statue. Ja, als würde ich da nicht direkt gerade vorstellen. Oh Mann. So, Ausbildung. Ach, guck an, der hat sogar noch Punkte frei. Wo ist denn hier sein geiler neuer Skill? Schmetterer 3, Korean 2. Ja, komm, ganz klassisch, mit Ausdauer hoch. 63. Uff. Ja, so, genau, aber bevor ich das hier auswähle, mache ich mir erstmal einen neuen Kaffee. Also, kurze Pause, bis gleich. Jo, und weiter geht's. Trinken, ja. Sehr gut, ja. Prost. Ah, heiße Stelle erwischt. So, dann wollen wir doch mal Stolzes Bestienmanns, genau, das wollte ich auf jeden Fall einsetzen. So, TP hoch, genau, das könnte sie eigentlich wieder kriegen. Ne, oder er hier, genau. Weil er ist der Tank. Mal als Special Dings. Also 50% im Kampf Statuseffekte beim Verwenden von Heilmagie aufzuheben, das ist schon geil. Und von 30% bei einem kritischen Treffer den Angriffswert zu senken, ist auch gut. Zu überleben ist natürlich auch geil. Hinterhalt, ach so, ja, genau. Na gut. Was haben wir noch? Kritischer Schaden, ne? Den Schaden beim Einstecken kritischer Treffer. 30%, ach so. Leistung 10% auf, ja.
Füll die. Also mehr Leiden vom Schaden? Achso, nee. Besiegen eines Gegners um 10% füllen, ja. Das machen wir mal. So, und dann. Nochmal ins Inventar. Irgendwie habe ich da viel zu wenig Zeug drin. So, dann können wir nämlich vollständige Erholung, teilweise Erholung. Ach so, dann kann ich per Knopfdruck einfach alles voll machen. Ah. Auch schlau. Aber egal, ich fliege jetzt erstmal dahin, wo ich hin muss. Um Charlotte ihre nächste Fähigkeit zu geben. Und Klasse 4 freizuschalten. Ach, ist gar nicht weit. Praktisch. In die Blumenburg Dior. Ich glaube, das ist dann das erste Mal gleich, dass ich wirklich mit Charlotte aktiv spiele. Uff. Zwerge, Bestienmänner, Katzenwesen, Elfen. Punkt. Ja, danke. Eine sehr wichtige Info. Wald von Wanderer. Der Holzstein. Ach, Stein. Hier war nicht ran. Ah, doch. Ah, der Älteste. Wimper, Elfen, Elder! Charlotte, have you returned for a visit? Please, ask away. If there is anything in my power I can do for you, Charlotte, I wish to help. Grandpa, have you heard of the Hope Sphere? Where did you hear of that? I see. Charlotte, you have learned so much of the world in the brief time I have known you. The Hope Sphere. No one has mentioned it in years. Charlotte, that treasure allowed your parents, Laran and Shayla, to overcome the laws of their peoples to unite and marry. Papa and Mama? In order to stop such tragedy from befalling another, I sealed the Hope Sphere deep within the woods of Wanderer. Those woods? But why are you asking about the sphere now? You cannot be thinking of using it yourself. Dun dun dun. I understand. I promised I would not deny someone their heart's desire again, lest tragedy befall us once more. However, remember what your parents sacrificed so that you might live.
treasure their gift. Don't worry. I won't throw my wife away. Once you have recovered the Hope Sphere, come back here. I will release the seal so that you may once again use it. Please, be careful, and do not court danger. Ja, dann ab in den Wald. Da ist auch so ein bisschen, das ist ein riesiger Schrank. Oh, Taiwan nun. Einen wunderschönen guten Morgen und danke fürs Abo. Geil. Sehr lieb von dir. Gerade deinen Tweet gelesen. Trevor Mission am Morgen vertreiben Kummer und Sorgen. Aber ich spiele ja gar kein GTA 5. Habe ich ein schlechtes Gewissen. Achso, bevor ich rausgehe, habe ich denn noch genug Zeug? Ja, ne? Das waren so 42 Schokolade, wow. Okay. Ja, auch zu diesem Zeitpunkt unangebracht. Also normalerweise spiele ich halt freitags immer das, was die Woche gratis im Epic Store drin ist. Aber eigentlich unter dem Aspekt, dass ich die Spiele einfach überhaupt mal anspielen möchte, weil ich sie wahrscheinlich nicht kenne und noch nie was davon gehört habe. Hey, guten Morgen, wo ist GTA? Ich dachte, ich sehe dich Autos knacken. Hey, cool, Jay. Ja, ich war es gerade am Erklären. Kein GTA, weil das zu AAA ist und das eh jeder kennt. Ich ja hier eigentlich die Spiele vorstellen möchte, die vielleicht spielenswert sind. Man sonst aber ignoriert hätte, weil man sie nicht kennt. Das ist bei GTA, glaube ich, nicht der Fall. So. Wo muss ich denn hin? Wald von Wanderer. Achso, ich muss hier gar nicht in diesen Wald. Sondern. Woanders hin. Okay, klingt fair. Ja. Und ich dachte, bevor ich da jetzt irgendwas spiele, was vielleicht irgendwann mal gratis drin war oder so, und ich da noch recherchieren müsste, spiele ich einfach Trials of Mana weiter. Ich bin auch durch, aber noch weiter. Also nach dem Endgegner habe ich noch eine neue Quest bekommen. Die muss ich natürlich jetzt auch noch erledigen. Ein sehr gutes Spiel und es ist auch sehr spielenswert, aber nichts für 6 Uhr morgens, wo dir ein 18-Minus-Publikum zuschaut. ja, das glaube ich. Also ich habe das auch tatsächlich vor, auch zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich das auch streamen werde. Allein schon aus dem Grund, weil ich nicht weiß, ob mein PC das schafft. Das zu spielen und zu streamen gleichzeitig. Ähnlich wie mit Doom. Also Doom Eternal spiele ich auch aktuell noch. Aber das packt mein Rechner halt einfach nicht beides gleichzeitig. Does your stomach hurt or something? Papa? Mama? Dann geht's zum Zweitrechner. Ja, ich habe tatsächlich mal überlegt, ob ich nicht diese ganze Streaming-Geschichte auf meinen Laptop packe und dann also meinen Rechner über eine Capture Card anschließe. Also ich habe ja eine. Ich streame jetzt von der Konsole auch. Dann würde ich einfach meinen
Rechner wie eine Konsole nutzen und über eine Capture Card zum Laptop geben, aber mein Laptop ist dafür leider zu alt. Der ist jetzt auch schon 8 Jahre alt, glaube ich. In 2012 gekauft. Und selbst da war es nur so ein Mittelklasse-Ding. Und zum Streamen reicht es halt leider nicht. Könnte mal gucken, ob ich da noch irgendwas tweaken kann, dass es doch geht. Aber eigentlich bin ich so ganz zufrieden. Die meisten Indie-Games, die ich halt eher streame, die laufen hier ja auch drauf. Ohne Probleme. So, mir einmal meine Shortcuts richtig legen. So, helles Licht hat auch der Feuerschaden auf dem Mondenball. Mein Rechner ist so im Eimer, bin froh, wenn der Bot noch hochfährt, da lobe ich mir die Konsolen. Einhornkopf, Dahlgolem, Magieban, ein Gremlin herbei, ein Dämon. Dämon ist am stärksten, glaube ich, ne? So. Das hier auch noch. So. Du brauchst im Streaming-Gerät eine gute Draka, weil das Encoding machen muss. Will man nicht auf der CPU machen. Ja, aber ich glaube, das macht doch sogar die Capture Card auch, oder? Also die übernimmt auf jeden Fall einen Teil davon. Irgendwie so. Oh, wow. Da lobe ich mir Konsolen. Was ist das denn jetzt? Oh, hätte ich mal doch gerade noch gespeichert. Mist, jetzt muss ich da nochmal neu hinfliegen. Ich habe mich mit dem noch nicht auseinandergesetzt. Ja, nee, also ich weiß halt nicht. Also, ein gewisses Maß an Encoding muss ja wahrscheinlich trotzdem auf dem Rechner passieren. Aber, ja, also ich habe auch schon überlegt, ob ich mir nicht einfach mal grundsätzlich einen neuen Rechner kaufe und dann den ich jetzt habe, einfach nur noch als Streaming-Rechner nehme. Von der RTX läuft das über NVENC in OBS und braucht dann weder viel Prozessorleistung, also weder viel Prozessorleistung noch Grafikkarte, weil die einen Encoder eingebaut haben. Oh! Ja, aber dafür kostet so eine RTX-Karte natürlich auch, ne? Trials of Mana. Uhr, okay, das ist ja gar nicht so lange her. Gut, dass es Autosave gibt. Vielleicht war das sogar, als ich, ach, guck an, ich könnte jetzt sogar nachlesen, was zuletzt passiert ist. Ich muss auch vorlesen, aber... So, ab 350 Euro, glaube ich. Ach, das geht ja. Ich dachte jetzt eher so 500 bis 1000 Euro. Und so viel hat halt mein Rechner komplett gekostet. Das ist ja hier jetzt direkt. Ha! I'm on the job. Ich bin 3 Minuten hier in ihrem Menü rumgedamelt. So. Mehr habe ich nicht gemacht, oder? Aktuellen Streamplan. Achso. Ja. Look! Light! What? That wasn't there before. War ein bisschen mit beschäftigt, weil ich meinen neuen zusammengebastelt habe. Achso, okay. Is this the Hope Sphere? Yummy. Oh, das sind aber viele. Did the light call it? Oh, muss ich gar nicht mit Charlotte alleine kämpfen? This was precious to my mama and papa. I won't give it to anyone. This is my responsibility. Ach so. You wanna
Ja. Running so easy. Sieht ja echt tatsächlich die ganze Zeit den, über vier von, Krankheit. Dingsmacher. So, ein Tiefenfisch. Welche Emotes hätte ich auch gerne? Wir wollen noch ein paar mehr Subscriber. Und hin, hin. Aktuell habe ich nur einen Slot tatsächlich. Ich glaube, man braucht 15. Genau, ich habe jetzt 11 von 15 Abos. Dann kann ich neue Emotes machen. Schon. Weil Kevin einfach ein Vernichter ist. Easy peasy. I did it! I protected the precious memories of my parents. Papa, Mama, I did it! Jacquard kann nur umcoden, du brauchst in OBS trotzdem die gleiche Leistung. Is that you? Ah, okay. Charlotte. Are you there? Papa? Mama? Is it really you? Charlotte. Let me see you. Oh. Oh. Dear Charlotte. Papa? Dearest Charlotte, now listen. We are no longer part of this world. What you see here before you now is the part of our life force absorbed by the Hope Sphere when your mother and I used forbidden magic. Our physical bodies are no more, and we cannot linger. It's impossible for us to hold you. Forgive us. No. It's okay. I'm not angry. I got to hear your voices. You gave me everything. So I just... We understand, Charlotte. We always knew you would grow up to be the sweet, capable girl you have become. Charlotte, we love you so much. Oh, my Charlotte. I have never once regretted my decision to be with your father. We were both so lucky to have had you, and we will continue to watch over you. We are always with you. Our sweet, sweet Charlotte. We love you. Forever. And always. Papa? Mama? So, dieses Pokémon New Horizons Edition. Ja, genau. Okay. Let's get going. We gotta go back to Grandpa Elf and Elda and get this seal off. Nee, das ist dieses
geile Remake eines Square Enix-Spiels, von dem immer alle reden jetzt im Moment. Einzig wichtige Squaresoft-Remake, was im letzten Monat erschienen ist. Es gab da ja noch so ein anderes irgendwie, irgendwas mit Final Destination oder Fantasy oder sowas. Aber das war mir relativ egal. Muss ich zurück trotzdem latschen? Na toll. Und Trials of Mana kam halt ursprünglich in Japan raus auf dem Super Nintendo. Und ist erst mit der Collection of Mana, die vor einem halben Jahr offiziell hier rauskam, das erste Mal in den Westen gekommen. Also offiziell. Vorher gab es halt nur so ROM-Hacks und Fan-Translations. Da konnte man das offiziell spielen. Und dann wurde aber im gleichen Zuge dieser Veröffentlichung direkt das Remake angekündigt, was wir jetzt ja gerade hier spielen. Und das ist sehr gut. Ich kann auch hier das Seil benutzen, oder? Wenn ich es im Inventar hätte. Ach, ich habe einen Fragezeichen-Samen gefunden. Wow, cool. Und ich habe neue Skillpunkte. Geil. Noch mehr Schaden. Todesstoß 2. Wird den Schaden der Gegner mit 30 oder weniger TP zugefügt. Um 45%. Boah. Das wird super. Im Trailer von meinem Paper Mario gesehen. Ich habe mich so gefreut, weil Paper Mario 2 Legende vom Äonentor war mein absoluter Favorit. Ich habe den Trailer gesehen, ja. Ich finde ihn auch sehr geil. Also ich habe leider bisher nur das auf dem N64 und auf der Wii gespielt. Deswegen bin ich nicht so firm, was Paper Mario angeht, aber auf jeden Fall Bock drauf, das sah sehr gut aus. Das Äonentor ist auf dem GameCube gewesen, oder? Eigentlich noch auf der Wii U das spielen. GameCube, wobei ich kann natürlich meine Wii nochmal aufbauen und da spielen. Für mich echt das Beste. Ja, das habe ich von vielen gehört. F7 habe ich damals aufgegeben, weil ich das Gameplay missig. Deswegen habe ich immer einen großen Bogen um die ganze Reihe gemacht. Oh! Magst du denn grundsätzlich gar keine JRPGs oder? Ja, wahrscheinlich schon. Also. Gameplay, also dieses rundenbasierte Kämpfen und so weiter, ist ja bei den meisten so. Aber das ist ja genau das, haben sie ja beim Remake jetzt geändert. Da ist ja auch mehr Action-Gameplay, so ähnlich wie hier. Habe ich mir sagen lassen, ich habe es selber auch noch nicht gespielt. Grandia 2 fand ich cool. Das habe ich leider nicht gespielt. Auch Grandia 1 nicht. Davon gab es doch jetzt auch irgendwie. Ein Remake oder Remaster oder so für die Switch, glaube ich. Gibt's auf GOG. Okay, cool. Mal schauen, was es kostet. Ich habe eigentlich genug auf meinem Pile of Shame habe. So, soll es jetzt wirklich schon gewesen sein?
vorbei. Ein Grund, warum wir das machen. I see you have returned safely. I brought the Hopesphere with me. Good. I will remove the seal. There. Now the sphere can be utilized once more. Shame. If I had not been so adamantly against their union, your parents would have had a happier life. Grandpa, that's not true. Papa and Mama were happy. Even if everyone was against Spaß noch, ich fahre zum Zahnarzt hier. Oh ja, dir auch viel Spaß, Erfolg. Und bis heute Abend beim Schliffarzt. Ciao. You really are a sweet child. You are most loved, Charlotte. Please come back here anytime. I cannot wait to see you. My sweet granddaughter, Charlotte. With this, I can reach Quest 4! Yeah! Der Verbundenheit mit Leron und Sheila hat dir eine neue Fähigkeit gewährt. Senkt im Kampf die Anzahl der für Aktionen benötigten MP um 40%. Uiuiui. Das ist ganz schön geil. Weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich irgendwann mal zu wenig Mana gehabt hätte. Erstmal gehen wir ins Heiligtum. Auf Stufe 4. Klasse 4. Mir fehlen ja nur noch 12 Follower, dann bin ich bei 200. Dann mache ich auch noch irgendwas Cooles. Ach cool, Jay, wo du gerade hier bist. Erstmal riesen Dank für dieses geile Bild, was du gemalt hast. Hab's bei Twitter und bei Instagram gesehen. Das freut mich mega. Muss ja nachher gleich mal irgendwie retweeten und so. Das ist echt richtig, richtig cool. Mit einem großen Grinsen im Gesicht aufgewacht heute Morgen. Rittermarke? Da fehlte eigentlich in Folge. Ja, genau. Oh, Cottonmouth! Einen wunderschönen guten Morgen und Dankeschön für den Sub. Geil. Vorhin noch eingefallen. Ja, ach, das macht ja nichts. Dann ändere ich das mal noch fix. Wenn das so einfach geht. Also jetzt bin ich ganz durcheinander, was wollte ich denn machen? Achso, genau. Das Ausrüstungsding, weil ich die Ritter-Dings gefunden habe. So viel Dings. Kampfwappen. Ja, Ritterwappen. Das Kampfwappen kriegt natürlich meine Tötungsmaschine. Kevin. Der kann das gar nicht tragen. Ist ja doof. War cool, löschen und neu hochladen. Aber cool, dass es gefällt. Ja, natürlich. Voll super. Achso, das kann nur er tragen. Achso, das Kampfwappen ist einfach noch besser. Ja, dann gibt es ja keinen Grund, dass ich das Lederwappen trage. Ein Goldschild, nee, der ist schwächer. Okay. So. Oliver,
großartig. Die anderen machen ja gar nichts mehr einfach. Aber dieses Bonus-XP von dem Kapusfratz ist auch echt cool. Weil ich natürlich auch schon 5 Level über den Gegnern bin. Da brauchst du mir echt gar nicht wundern, dass ich so stark bin. Also eigentlich bin ich gar nicht stark. Oh geil, Level Up. Aber Punkte verteile ich jetzt noch nicht, denn gleich meinen Klassenwechsel und dann kann ich wieder was in ihr Hauptattribut reinbuttern. Wird auch geil. Sieht auch tatsächlich so aus, als hätte ich jetzt hier relativ häufig die automatisch gestärkte, gesenkte Verteidigung beim Gegner. Halt immer wenn ich Crit mache oder 20% Chance bei normalen Angriffen. Schon nicht verkehrt. Kann man machen. Eigentlich ein bisschen schade, dass das jetzt erst so spät wirklich zum Tragen kommt. Aber ist ja später als nie, ne? Who is switching classes? So, Charlotte. Try to switch your class. Chaosbringerin, eine der höchsten Klerikerinnenklassen. Chaosbringerinnen besitzen die Angriffskraft der Todesmagierin und beherrschen die hemmende Magie der Schwarzschamanen. Sie können ihre Gegner schwächen und Statuseffekte hervorrufen, um das Blatt im Kampf zu wenden. Denkt zu Beginn des Kampfes Magie, Angriff und Abwehr aller Gegner. Geil! Riesenkrach manipuliert die dunkle Kraft in allen Dingen und verursacht im Angriffsbereich gewaltigen Schaden. Boah, wow, das klingt okay. Ach so, auch da hätte es jetzt wahrscheinlich nochmal wieder dunkel und hell gegeben. Aber ich bin ganz zufrieden mit dem, was ich bekomme. Was hat sie Cooles an? Ach so, oh Mist, das habe ich zu schnell weggedrückt. So, da muss ich jetzt noch die Skills verteilen. Und dann können wir unsere Quest weitermachen. So, ich hab irgendwas Neues gelernt eben, oder? Wunder der Liebe. Genau. Auf jeden Fall. Knappe Sache. Ich werde im Kampf beim Heilen eines Verbündeten 30% oder weniger 20% zusätzlich. Oh Mann, das Ding ist auch geil. Stellt im Kampf alle 10 Sekunden bei allen Verbündeten 2% der MP wieder her. Das nehme ich doch auch noch. Das klingt schon nicht verkehrt. So, dann kann ich noch Skillpunkte verteilen, ne? Jetzt kann ich hier nämlich wieder bei Geist und Int wieder was reinpacken.
aber ich glaube, Geist ist besser, denn die gehen um 35%. Geil, dann hat die aber halt immer eine volle Dingsleiste. Okay, es braucht noch 20 Punkte darin, aber wie geil ist das denn bitte? So, einmal kurz speichern noch. Dann geht's zurück zum Grand Croix. Streamplan sehe, da habe ich ja noch gar nichts eingetragen fürs Wochenende. Upsi. Dabei haben wir gerade noch drüber gesprochen, dass ich ja jeden Tag streame. Eigentlich ich mal aktualisieren, bevor ich meine Endeszene mache und da drin steht, dass ich erst Montag wieder streame. Wäre Quatsch. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, was ich morgen spielen will. Schon Bock irgendwie mal wieder, weil ich habe mir hier schon zwei Sachen hingelegt, mir gerade ein, einmal Blazing Chrome, so ein kontramäßiges Shoot 'em up. Ich weiß nicht, ob ich das so am Stück durchspielen möchte oder kann. Und das andere ist The Sexy Brutal. Das ist so wie täglich größtes Murmeltier mit einem Mordfall, den man lösen muss. Also da befinden wir uns in einem, Hotel, glaube ich, oder irgendwie sowas. Da passiert halt ein Mordfall und wir haben irgendwie einen Tag Zeit, den zu lösen oder so, und dann wird der Tag halt zurückgesetzt. Da müssen wir immer halt mit verschiedenen Leuten reden und das Wissen, was wir gefunden haben, für den nächsten Tag dann nutzen können. Das auflösen, das geht irgendwie 6 Stunden oder so. Das könnte ich eigentlich machen, ein bisschen. Morgen und übermorgen je 3 Stunden oder so. Ich glaube, das klingt nach einem guten Plan. Kann ich auch wieder mein Sherlock Holmes Ding anziehen? Each of your class items. With the strength of class 4, you may be able to defeat Annis the Witch. No, you must. Now that Annis has awakened, I do not know how or when she will begin sowing chaos. Do not delay. You must go to where Annis is hiding. What? Heard a laugh? I could sense someone honing in on my presence, but I never expected you, Grand Croix. You pitiful mortals seek to defy me? How quaint. A diversion from annihilating the planet could be enjoyable. Come, amuse me. The time for delays is past. The fate of the world is in your hands. Please. Den ersten Teil auf YouTube nachgeschaut, schon nicht schlecht das Spiel, aber Steuerung ab und ein bisschen buggy aus. Welches jetzt? Chemistisches Können, gemeinsame Fähigkeit, stellt im Kampf alle 5 Sekunden bei allen Verbündeten 5 MP wieder her. Wow, auch geil. Frage ist nur, was ist damit auf Sherlock Holmes? Achso. Es ging eigentlich. Also ich habe dann leider erst ganz am Ende festgestellt, dass ich das auch mit als Point and Click eigentlich spielen kann. Also ja, manchmal hatte ich echt Probleme, da irgendwie die richtigen Sachen auszuwählen, aber das hat sich gelegt mit der Zeit. Also da habe ich mich dran gewöhnt. Aber ich habe halt erst leider relativ spät festgestellt, dass man das auch mit Mouse Only ganz gut spielen kann. Du kannst nämlich einstellen, dass die Kameraperspektive fix ist und dann kannst du die Sachen einfach anklicken mit der Maus. Und dann spielt es sich halt wie ein
klassisches Point-and-Click-Adventure. Dann war es richtig cool. Aber ich fand es trotzdem gut, dass man das überhaupt auch mit Gamepad einfach spielen konnte. So, jetzt wollte gerade ausrechnen, was ist denn besser? 2% Mana oder 5 Mana-Punkte? Eigentlich kann ich auch beides nehmen, ne? Ah. Alle 10 Sekunden 2%. Das heißt, alle 10 Sekunden ungefähr 2 Mana, oder wie viel haben die? Mir alle Anteile auch noch reinziehen, weil die dauern halt immer so lang. Ja, sorry. Also ich kann empfehlen, Crimes and Punishments. Das war auch cool und da gehen die Fälle an sich immer nur 2 Stunden. Das war eigentlich das, was mir am besten gefallen hat. Aber die Steuerung auch ganz cool funktioniert, auch die Lösung, die Deduktion und so weiter. Da habe ich mich auch nicht so dumm angestellt. Für immer unendlich Mana haben. Geil. So. Siege an sie, die Hexe. Dann gehen wir das doch mal an. Die. Hahaha. Ich bin mal gespannt. Ich fliege jetzt auf jeden Fall noch dahin. Wir haben ja praktisch nur noch 10 Minuten eigentlich. Aber ich fliege da einfach mal hin. Und gucke, was da noch so kommt. Also wenn es jetzt nur der Boss ist, dann mache ich den noch natürlich. Aber wenn er noch ein Dungeon kommt, dann würde ich vielleicht heute sogar ein paar Minuten früher ausmachen. Und das dann am Montag machen. Aber das Gute dabei ist ja, auch wenn die anderen Sherlock Holmes Videos so lang sind, YouTube speichert sich ja, wo du aufgehört hast. Also da kannst du ja bestimmt irgendwie einfach noch eine Stunde oder so ausmachen und dann irgendwann weitergucken. Weil ich es auch lieber am Stück gucken würde, glaube ich. Oh, ihre Klamotten sind eigentlich ganz cool jetzt. A witch oder the witch? Macht ein Stück mehr Spaß, aber da muss ich halt einen großen Slot frei haben. Ja. Ich hab's ja schon irgendwie versucht, immer ein Gebiet quasi pro Session zu machen. Das Gute ist, wenn du es bei YouTube guckst, dann sind die ganzen Pausen und so weiter schon rausgeschnitten. An dieses andere Welt. Okay. Ja gut, das sieht schon nach Dungeon aus. Gut, dann. Bei 10 Minuten haben wir noch, ne? Eigentlich noch nicht Schluss machen. Aber ich weiß halt nicht, wie weit das hier reingeht, aber. Erstmal gucken, ob ich überhaupt gegen diese Gegner hier bestehen kann. Und Level 64 ist ganz cool, dann bin ich ein bisschen wieder was zu tun. Wie überheblich auch. Ich freue mich, dass die Gegner wieder stärker sind, damit ich das zu tun habe. Oh,
Oh, und alle haben volles Mana, geil. Noch da hinten gucken. Ah, das ist eine Truhe. Geil. Und Sachen Samen. Oh, das lohnt sich ja sogar. Ja, das ist aus dem Portal. Zuerst noch einmal zurück, um einzulösen. Denn wer weiß, was da drin ist. Die Buntsachen, die sind, glaube ich, noch besser als die Gold. Das sind die besten. Besten Sir. Oh, 2 sogar. Oh, dann wird mein Topf auch gleich auf Level 4. Geil. Dunkler Bernstein. Und Honigelixier. Boom, Level 4. Geil. Euer Stoff hat jetzt Stufe 4. Höhere Chance, von Gegnern Samen zu erbeuten und gute Gegenstände ernten zu können. Geil. Juhu. So, wer kriegt denn hier den... Wir sind scheinbar nicht. Aber dunkler Bernstein. Oh, Magieabwehr plus 21. Geil. So, kann ich noch kurz speichern nochmal. Einmal drauf und ein bisschen zu treffen. Wow. So, ich kann ja hier mal den Sauer immer noch machen auf den Eng. Silbersachen Samen. Wow. Aber ich gehe trotzdem mal weiter. Ich kann mich ja sonst gleich einfach nochmal zum Eingang zurückporten, wenn ich speichern will. Die Samen nochmal einlösen. Weil ich hoffe, dass es geht, wenn ich hier durch das Portal durchgehe. Weil hier könnte belohnt werden. Achso, ne, da sind nur Links dran. Okay, nicht so gerne, sorry für den Fehler. Ach! Ja, für entschuldigen jetzt doch. Danke für das Bild. Ja. Ich
gestreamt hast du eigentlich insgesamt? Das weiß ich nicht. Weil ich streame ja seit... Nicht nur 50, nee. Also ich habe ja von 2016 bis 18 fünfmal die Woche Frühstückszock gemacht. Danach hatte ich eine kurze Pause. Aber irgendwo so... ich weiß es gar nicht, so 500, 600 oder so. Muss ich mal, also auf dem alten Frühstückszock-Kanal bei YouTube. Da müssten um die 500 von mir sein. Also mit mir, das habe ich ja mit Kistenbasti zusammen gemacht. Und jetzt auf meinem neuen Kanal habe ich ja auch um die 100. Aber wie viel das insgesamt sind, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, kann man sich bei Twitch anzeigen lassen, wie oft man insgesamt live gestreamt hat? Das ist gut zu wissen. Mal nachgucken, ob das irgendwo steht. Aber wahrscheinlich gibt es da irgendwo Webseiten zu, die das auslesen können. Kümmert sich niemand darum, dass ich vergiftet bin? Ja, das ist ein bisschen frech. Ne, 50 waren jetzt nur die täglichen Streams hintereinander. Das ist heute, glaube ich, Tag 53. Muss ich auch mal in die Beschreibung reinmachen. Daily Stream 53. Mittlerweile ist es schon so viel, dass ich ein bisschen stolz drauf bin. Würde ich das auch gerne einfach im Video sehen. Wenn da sogar schon Bilder von gemalt werden, dann ist es auch wirklich was Besonderes. Dann mache ich hier noch eben diese Ecke frei. Dann porte ich mich zurück und dann haben wir es. Aber es scheint ja nochmal ein größerer Dungeon zu sein. Das heißt, am Montag kann ich auf jeden Fall nochmal ganz normal Frühstückstock machen mit Trials of Mana. Sehr schön. Ey, danke schön fürs Jubeln. Was ist das denn hier? Barriere in der Nähe ist verschwunden. Ach, okay. Dann musste ich hier sogar wirklich hin. Jo. Dann. Oh, jetzt kann ich das Seil nicht benutzen. Dann muss ich zurücklatschen. Doof. Ist jetzt ein zusätzlicher Content DLC. Nee, das ist einfach, also nachdem ich den Endgegner besiegt hatte, kam noch so eine Szene von wegen hier. Oh, da ist übrigens noch was im Argen. Komm doch mal da und da hin. Und dann habe ich halt diese neue Quest bekommen. Also, das habe ich dann gemacht. Ich habe meinen letzten Spielstand geladen, den Clear Save Game 8. Den habe ich geladen und dann konnte ich halt diese Quest annehmen. Kann ich grün Spiel das noch anbieten? Ja, ich auch, also. Hätte ich jetzt nicht machen müssen, aber da ich halt immer noch Bock auf das Spiel habe und jetzt auch quasi noch sowieso die Zeit bis Xenoblade überbrücken muss, und das wie gerufen. Aber das ist ja auch schon, wenn ich mich nicht täusche, nächste Woche, oder? Ne, übernächste. Genau, heute in 2 Wochen kommt Xenoblade Chronicles raus. Und da werde ich wahrscheinlich
auch einen was längeren Start-Screen machen. Also, wenn das Spiel rauskommt, werde ich die ersten, weiß ich nicht, 6 bis 10 Stunden oder so wahrscheinlich direkt streamen. Am Tag zusammen mit dem Infamous TV, was ihr den kennt. Er macht sonst eher Speedruns und sowas auf Twitch, aber der hat sich jetzt auch eine Switch geholt, auch wegen Xenoblade unter anderem. Und dann werden wir da einen Co-Stream irgendwie machen. Muss mal schauen, wie man das am besten gemeinsam machen kann, aber es sind ja noch 2 Wochen hin bis da. So. Schön speichern. Dann war's für heute. Ja, schön, dass ihr da wart. An diesem Freitagmorgen, auch wenn es kein Epic Game der Woche war. Vielen Dank für 2 Subs. Ui, genau. Taiwanun und Cottonmouth haben gesubbt. Sehr schön. Danke fürs Jubeln, MacJack. Und, warum ist denn hier eigentlich schon wieder Autofokus aktiviert? Das gibt's doch nicht. Muss ich das jedes Mal aufs Neue abschalten? Kann doch auch nicht wahr sein. Fokus, so. Nicht Auto. So. Ja, danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, falls wir uns nicht mehr sehen. Und ich habe hier mal eingetragen, morgen um 11 gibt es dann The Sexy Brutal. Ich bin gespannt. Ach, da muss ich meine PlayStation noch aufbauen. Egal. Ich wünsche euch einen schönen Freitag. Vielleicht sehen wir uns heute Abend auf Twitter beim Schläferz gucken. Ansonsten ein schönes Start ins Wochenende. Ciao. 911. Krass.